In der FDP wird es eine Mitgliederbefragung über den Verbleib in der Ampel geben. Ein Vorstoß für eine Befragung aller FDP-Mitglieder über die weitere Beteiligung an der Koalition hat ausreichend Unterstützung erhalten. Die dafür nötige Zahl von 500 unterschriebenen Anträgen liege vor. Das sagte einer der Mitinitiatoren der Deutschen Presseagentur. Die Initiative folgt auf einen offenen Brief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der FDP. Diese hatten nach den schlechten Wahlergebnissen in Hessen und Bayern gefordert, die FDP müsse ihre Koalitionspartner überdenken. Ja, ich rechne damit, dass die Befragung dann am Ende zum Verbleib in der Koalition führen wird. Wir müssen jetzt in dieser Phase cool bleiben. Die FDP muss in dieser Phase, wo wir den Finanzminister stellen, wo wir jetzt dieses Verfassungsgerichtsurteil präsentiert bekommen haben, cool bleiben und ihre Arbeit machen. Jetzt kommt es darauf an, dass die FDP für solide Finanzen steht. Denn das ist der einzige oder einer der wenigen Auswege aus der hohen Inflation, die im Prinzip breite Schichten der Bevölkerung trifft. Wir müssen die öffentlichen Finanzen, die Verschuldungssituation der nachfolgenden Generation in den Griff bekommen. Nur dann können wir die Inflation in Deutschland in den Griff bekommen. Und mit einem Erstunterzeichner kann ich jetzt sprechen. Axel Karmann vom Kreisverband Bad Segeberg. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich grüße Sie. Guten Abend. Herr Karmann, die FDP wird also ihre Mitglieder nach dem Verbleib in der Ampel befragen, auch auf ihre Initiative hin. Was erhoffen Sie sich? Ja, das sehen Sie im Hintergrund. Wir hoffen uns, dass die Ampel endet. Wir hoffen für uns und für das Land, dass die Ampel endet. Weil wir der festen Überzeugung sind, dass diese Koalition dem Land nicht gut tut. Aber würde es denn der FDP gut tun, diese Koalition jetzt platzen zu lassen? Das ist nicht sicher, dass es der FDP gut tut. Aber wir wissen ganz genau, dass es der FDP nicht gut tun wird, wenn sie diese Ampel weiter fortführen wird. Also wir sind uns alle die wir diesen Erstaufruf unterzeichnet haben und auch die, die ihn jetzt unterstützen, gemeinsam sicher, dass die Ampel keine Chance hat und dass auch die FDP keine Chance hat, wenn sie diesen falschen Kurs weiter fortführt. Das heißt im Zweifelsfalle auch eher außerparlamentarischer Opposition, um sich neu zu finden, als in der Ampel zu bleiben? Haben Sie jetzt gesagt. Wir würden in einem Die Fall, Umfragen und auch die letzten Landtagswahlen waren ja für die FDP nicht immer sehr glücklich. Absolut nicht. Das ist genau der Grund. Die Leute an der Basis und alle Leute, mit denen wir sprechen, sind mit dem, was von der FDP in der Ampel kommt und was von der Ampel insgesamt kommt, nicht glücklich. Und leider haben wir Ministerien, mit denen da auch nicht unbedingt ein Blumentopf zu gewinnen ist. Und so wird das der Finanzministerium? FDP, also vieles, zum Beispiel, der Finanzminister ist eigentlich immer der, der auf wichtige Sachen hinweist, wie Sparen. Und das klappt mit den anderen beiden Koalitionspartnern nicht so gut. Rechnen Sie denn damit, dass sich die Mehrheit der Mitglieder tatsächlich gegen die Ampel aussprechen werden? Wir hoffen das. Wir hoffen das sehr. Und wir hoffen auch, wir haben in der Gewinnung unserer Mitgliederumfrage doch einiges an Gegenwind gehabt, vor allen Dingen von Leuten, die, ich sag mal, Parteikarriere anstreben. Und wir hoffen sehr, dass wenn die Mitgliederbefragung insgesamt stattfindet, dass die Leute dann auch in einer Abstimmung die Stimmung in der Bevölkerung aufnehmen und sagen, das muss ein Ende haben. Hoffen ist ja das eine. Was halten Sie denn für realistisch? Was halten Sie auch für Resonanz auf Ihre Initiative hin? Also alle Menschen, mit denen wir sprechen, ich sag mal, an Wahlständen, bei den vergangenen Landtagswahlen, im direkten Umfeld nicht mal nur die FDP-Kernwählerschaft, sagen, die FDP geht in dieser Ampel unter. Und in Summe ist diese Koalition nicht gut für das Land. Das ist die einhellige Meinung, die wir bekommen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das auch hinterher bei der Mitgliederbefragung das Ergebnis wird, was dann dabei rauskommt.
Wie bewerten Sie denn die Rolle des FDP-Chefs? Der wird ja auch am Ende die Entscheidung quasi treffen, denn was auch immer rauskommt bei dieser Mitgliederbefragung, ist es ja kein bindendes Votum. Nein, das ist kein bindendes Votum. Und wenn wir ein Votum gegen die Ampel haben, und letztlich ist es ja so, die letzten Tage, die haben diesem Thema ja nochmal durchaus Rückenwind gegeben. Wenn man sich die Wirrungen durch das Verfassungsgerichtsurteil anguckt, dann glaube ich, bleibt irgendwann gar nicht mehr anders, nichts anderes mehr übrig, als die Ampel zu verlassen. Das heißt aber, um da noch mal nachzufragen, weil Sie so ein bisschen der Frage ausgewichen sind, für das schlechte Abschneiden der FDP bei zahlreichen vergangenen Landtagswahlen, ist in Ihren Augen die Ampel verantwortlich, nicht aber der FDP-Chef? Wir sind nicht angetreten, um irgendeinen Cäsarenmord hier zu veranstalten. Und das ist auch nicht die Zeit für Personalfragen. Im Grunde haben wir kein Personalproblem in der FDP, sondern wir haben ein Problem mit dieser Regierungskoalition, ganz konkret. Axel Karmann, so, herzlichen das Dank. Einzige, für das Einzige, wenn Sie das. Ja. Achso. Nein, bitte, ergänzen Sie noch. Wenn Sie über Herrn Lindner was hören wollen, das Einzige, was wir eventuell als Unterzeichner zu kritisieren haben, ist, dass die Basis nicht in der Form gehört wurde, weil die warnenden Stimmen gibt es schon seit längerem. Und jetzt wird die Basis lauter. Axel Karmann, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, möchte nach Berlin. Die Ampelregierung steht vor massiven Problemen. Koalitionsversprechen wie die Schuldenbremse stehen aktuell auf der Kippe. Wir wollten deshalb von Ihnen wissen, ob Sie sich vorgezogene Neuwahlen oder doch eine Fortsetzung der Ampel bis zur nächsten Bundestagswahl 2025 wünschen. Und hier das Ergebnis, eine Mehrheit von 62% ist mit dem aktuellen Kurs der Regierung nicht einverstanden und wünscht sich Neuwahlen. 7% der Befragten sind sich da nicht sicher und gerade einmal 31% derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, sind für eine Fortsetzung der Ampel. Kurz und rund, es ist frostig in Berlin, nicht nur meteorologisch. Die Ampelkoalition sucht händeringend nach einem Ausweg aus der Haushaltskrise. Die Milliarden aus den sogenannten Sondervermögen liegen auf Eis. Die Verabschiedung des Haushaltes 2024 ist auf unbestimmte Zeit verschoben. SPD und Grüne wollen die Schuldenbremse im Grunde kippen. Die FDP hält dagegen und will bei unnötigen Ausgaben sparen. Der Streit um die Milliarden ist auch das Thema unseres heutigen Duells des Tages. Das Thema lautet: Haushaltsstreit, ist die Ampel am Ende? Darüber diskutieren die CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke und der Vorsitzende der Jusos, der SPD-Nachwuchsorganisation, Philipp Türmer. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ich sage mal, guter Rat ist teuer, das sagt ein altes Sprichwort. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Mützenich, der hat von einer Notlage gesprochen, die man jetzt erneut erklären soll, um die Schuldenbremse auszusetzen. Befinden wir uns wirklich in einer Notlage, Frau Schimke? Nun ja, ich würde sagen, wir sind nicht in einer Notlage, die Ampel sich jetzt gerade eben ausdenkt. Wir haben keine Notlage, über die Regierung keinerlei Kontrolle mehr hat. Das ist ja die Vorgabe unter die Voraussetzungen, wo man eine Notlage ausrufen könnte. Das ist nicht der Fall. Es ist eine Krise, die wir haben, die verursacht wurde durch die Ampelregierung und die jetzt auch wieder durch diese behoben werden sollte. Und das nicht durch eine Aussetzung der Schuldenbremse. Herr Türmer, Notlage ja oder nein? Also ich glaube, wir sind in einer Situation, in der wir irgendwie beantworten müssen, wie wir die Mittel für die Klimatransformation, und das entscheidet letztendlich darüber, ob wir ein starkes Industrieland bleiben oder nicht, wie wir diese Mittel mobilisieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht sein kann, dass Deutschland das einzige westliche Industrieland ist, das sagt in der aktuellen Situation, wir investieren nicht, indem wir Kredite aufnehmen. Jedes private Unternehmen, wenn dort Investitionen geschultert werden müssen, nehmen sie Kredite auf. Und das ist auch der Weg, den jetzt die Ampel gehen muss. Wir müssen die Schuldenbremse aussetzen, kurzfristig. Langfristig müssen wir sie loswerden, um die Mittel zu mobilisieren, die es jetzt braucht, damit wir auch in Zukunft ein starkes Industrieland bleiben. Na gut, aber was
Was helfen Ihnen Investitionen, um die Klimakrise zu bewältigen, wenn Ihnen stattdessen die Wirtschaft wegbricht, wenn Sie Arbeitslosigkeit haben und wenn keiner mehr in diesem Land investieren möchte, weil die Investitionsbedingungen so schlecht sind? Ja, Sie machen ja jetzt einen Scheinwiderspruch auf. Sie sagen, was helfen Investitionen, wenn es eigentlich darum geht, die Wirtschaft zu stärken? Aber hier, gerade beim Klimatransformationsfonds, geht es ja um Investitionen in Unternehmen. Das heißt, es geht gerade darum, Unternehmen bei der Transformation zu unterstützen, was jedes andere Land im Moment auch macht. Die USA haben ein 1-Billionen-Investitionsprogramm. Die reden nicht über Milliarden, die reden über 1 Billion aufgelegt, um ihre Wirtschaft zu unterstützen. Und das müssen wir jetzt auch machen. Ich gebe Ihnen recht, man kann auch über Bürokratieerleichterungen an der einen oder anderen Stelle sprechen, um Investitionen einfacher zu ermöglichen. Aber dass der Staat hier auch selbst einspringen muss, das sollte doch unbestritten sein, wenn wir uns international umschauen. Aber der Finanzminister sagt ja, man soll priorisieren und gespart werden soll. Das heißt ja nicht, dass es keine Investitionen mehr geben soll. Herr Merz hat da zum Beispiel schon Kürzungspotenzial vorgelegt und hat gesagt, man kann beim Bürgergeld, bei der Kindergrundsicherung und dem Heizungsgesetz den Rotstift ansetzen. Herr Thürmer, warum sollen künftige Generationen denn Kredite aufnehmen, um dann den Wohlstand oder das übermäßige Bürgergeld zu finanzieren? Das ergibt ja auch keinen Sinn. Also ich sehe nicht, wo wir ein übermäßiges Bürgergeld haben. Das Bürgergeld ist nur wenige Euro höher als Hartz IV. Im kommenden Jahr und 10% in diesem Jahr. Nur wenige Euro höher als Hartz IV bei seiner Einführung. Wir haben auch eine Rekordinflation. Und wenn es eine Rekordinflation gibt, dann müssen auch die Sozialleistungen mithalten. 13 Monaten müssen auch die Sozialleistungen mithalten. Es ist Augenwischerei zu behaupten, dass man 60 Milliarden, Sie greifen jetzt noch den Wirtschaftsstabilisationsfonds ein, das heißt weitere 200 Milliarden, 260 Milliarden aus dem Haushalt einzusparen, ist Augenwischerei. Die gesamte Kindergrundsicherung kostet 2,4 Milliarden Euro. Meiner Ansicht nach bräuchten wir da eher mehr Geld als weniger. Das BürgerInnengeld ist bei 24 Milliarden. Wenn Sie nicht den kompletten Kahlschlag unseres Sozialstaats wollen, dann ist es unmöglich, diese Mittel aus dem laufenden Etat einzusparen. Und ich hielt es auch explizit für falsch. Also das Geld ist das eine Thema beim Bürgergeld. Wir haben Mehrkosten von über 3 Milliarden Euro, hat der Bundesarbeitsminister bereits angekündigt. Das Problem ist aber auch die Vermittlung von Arbeitskräften. Und die Frage, haben wir noch einen schlanken Sozialstaat? Ich würde sagen, wir haben ihn nicht, wir brauchen ihn aber. Denn ein Sozialstaat muss immer auch viel Anreiz bieten, wieder in Arbeit zu kommen und nicht dauerhaft darin zu verweilen. Wir sehen leider in allen Zahlen, in vielen Berichten, auch der Vermittlerinnen, Vermittler in den Jobcentern, dass das alles nicht mehr funktioniert. Und insofern, wir haben einen riesen Reformbedarf in allen Politikbereichen, vornehmlich aber auch im sozialen Bereich. Und im Übrigen, das darf ich an der Stelle auch noch sagen, Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik müssen immer im Ausgleich sein. Das nennt sich soziale Marktwirtschaft. Wenn Sie die eine Seite überstrapazieren, in dem Fall die soziale Seite, wenn es zu viele Kosten verursacht, dann werden Sie auf der anderen Seite es nicht mehr finanziert bekommen. Was Sie gerade machen, ist, dass Sie Sozialpolitik und Klimapolitik gegeneinander ausspielen. Und das ist meiner festen Überzeugung ein Konjunkturprogramm für die RechtspopulistInnen. Wir müssen zeigen, dass wir beides können, dass wir in die Klimatransformation investieren können, aber gleichzeitig die enormen sozialen Probleme, die es in unserem Land gibt, adressieren. Wir haben seit 3 Jahren in diesem Land so viel Armut wie noch nie zuvor. Wir haben 2,9 Millionen arme Kinder. Genau die 2,9 Millionen, denen Sie jetzt weitere Gelder kürzen wollen. So kann es nicht funktionieren. Wir müssen in unseren sozialen Zusammenhalt und in das Klima investieren. Und das geht nur, wenn wir die Schuldenbremse kurzfristig aussetzen und langfristig kippen. Aber gerade die Klimapolitik, die wir im Übrigen, wir streiten das ja nicht ab. Wir wollen ja auch Investitionen in Klimaschutz. Aber wir sehen doch seit Monaten, dass hier eine Politik gegen die Menschen in diesem Land gemacht wird. Die Menschen gehen auf die Straße, die Menschen schreiben Protestbriefe, E-Mails. Man sieht es in den sonntäglichen Umfragen, welches Verhalten da inzwischen gewählt wird. Und das muss Ihnen doch zu denken geben. Das kann Sie auch nicht. Herr Thürmer, wir müssen auch gar nicht die Sozialpolitik gegen die Wirtschaftspolitik ausspielen. Denn ich würde ganz gerne eine Zahl dann noch mal in den Ring werfen. Der Staat nimmt im Jahr rund 1 Billion Euro an Steuern ein. 1 Billion, 1000 Milliarden. Also ein Einnahmeproblem haben wir ja gar nicht. Wir haben ganz offensichtlich ein Ausgabeproblem. Aber es muss ja trotzdem, wenn man dann an 60 Milliarden denkt, die jetzt irgendwo zusammengekürzt werden müssen oder die da irgendwie rauskommen müssen, das muss ja machbar sein bei 1 Billion Euro Steuereinnahmen. Na, was Sie jetzt machen, ist, dass Sie die Gesamtsteuereinnahmen aller staatlichen Ebenen, das heißt der Kommunen, der Länder und des Bundes zusammenrechnen. Da
dann kommt man tatsächlich auf 1 Billion. Wenn man diese Rechnung aufmacht, dann muss man aber auch alle Sondervermögen der Bundesländer dazu zählen. Übrigens, Ihr Bundesland, in dem die CDU mitregiert, hat, glaube ich, sogar 2 Sondervermögen aufgelegt. Der richtige Vergleich ist, es gibt 337 Milliarden, die der Bund im Jahr einnimmt. Und 337 Milliarden im Vergleich zu 60 Milliarden, da werden wir uns der Dimension des Problems bewusst. Man kann diese 60 Milliarden, und wie gesagt, Ihr Chef Friedrich Merz will jetzt auch noch die 200 Milliarden aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds angreifen. Man kann 260 Milliarden nicht so einfach einsparen. Das geht nicht. Auch Sie, und sagen Sie mir doch gerne, wo ist Ihre Lösung? Wo wollen Sie die 260 Milliarden aus dem laufenden Bundeshaushalt hernehmen, also, die Sie gerade angreifen? Zunächst einmal wollen wir niemanden angreifen. Es geht darum, eine solide Politik zu machen, eine Politik zu machen, die glaubwürdig ist und die den Menschen auch zeigt, dass man gut mit ihrem Geld umgeht. Und das können wir im Moment eben nicht erkennen. Und es ist doch im Grunde genommen ganz einfach. Zu Hause haben Sie auch Ihr eigenes Einkommen und geben so viel aus, wie Sie sich leisten können. Und wir müssen doch auch realistisch bleiben. Wir müssen am Ende auch Investitionen tätigen in diesem Land und den Menschen auch die Luft zum Atmen lassen, finanziell Luft zum Atmen lassen, damit sie am Ende auch über ihr eigenes Geld verfügen können und in das investieren, worin sie gerne investieren wollen. Das ist unser Menschenbild, das ist unser Bild von einer guten Gesellschaft. Aber ja, das scheinen Sie nicht zu teilen. Ja, Sie ziehen es jetzt auf die Metaebene. Ich frage Sie ganz konkret. Ja, sie sagen, wir wollen 60 Milliarden einsparen und dann bringen Sie als Beispiel die Kindergrundsicherung. Die Kindergrundsicherung, die insgesamt 2,4 Milliarden kostet. Dann bringen Sie als Beispiel das BürgerInnengeld, das insgesamt 24 Milliarden kostet. Das heißt, Sie wollen alle Sozialleistungen abschaffen. Ist das das, was Sie wollen? Wir wollen keine Sozialleistungen abschaffen, aber wir wollen einen Sozialstaat, der fordert und fördert, der Menschen aktiviert, auf eigenen Beinen zu stehen. Noch ein Satz. Sie weichen mir wieder aus. Nein, Sie können mir nicht beantworten, Sie können mir nicht beantworten, wo Sie die 60 Milliarden all diese Sozialleistungen denn bezahlen? Warum soll Ihre Generation und die Nachfolgenden, warum sollen die das bezahlen, dass jetzt das Bürgergeld eben so weit aufgestockt werden soll? Ja, de facto haben wir ein anderes Problem. Wenn wir über Generationengerechtigkeit sprechen, dann müssen wir dem Fakt ins Auge schauen, dass wir jetzt in den letzten 16 Jahren unsere Infrastruktur kaputt gespart haben. Das ist was anderes. Sie reden jetzt von der Infrastruktur. Das Bürgergeld ist aber nicht, das ist nicht die Infrastruktur. Aber ich sehe überhaupt nicht, wo das Bürgergeld zu weit bemessen wäre. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein Problem der Rekordinflation. Ja, aber wir können nicht anfangen, das habe ich davor schon gesagt, jetzt anzufangen mit irgendwelchen Scheinlösungen, zu behaupten, dass bei einem Bürgergeld, das insgesamt 24 Milliarden kostet, was immer noch zu knapp bemessen ist, dafür, dass so viele Menschen in diesem Land in Armut leben. Die Schlangen bei den Tafeln werden immer länger. Und Sie sagen mir jetzt, wir wollen beim BürgerInnengeld sparen. Ich will nicht in eine solche Diskussion ausarten, die am Ende nichts bringt. Die Probleme. Nur Scheinlösungen bereithält und nicht beantwortet, wie wir die Investitionen für die Zukunft unserer Gesellschaft wirklich mobilisieren wollen. Die Probleme mit dem Bürgergeld beginnen bereits in dem Moment, wenn sich rumspricht, dass es sich mehr lohnt, zu Hause zu bleiben und eben nicht arbeiten zu gehen. Die Probleme mit dem Bürgergeld beginnen dort. Das sind die Märchen, die Sie immer erzählen, für die es aber keine Beispiele in der Realität gibt. Entschuldigung, ich kann jetzt gerade keine Studie liefern, aber ich stehe im Leben mit beiden Beinen und ich rede mit vielen Menschen in diesem Land, auch mit Vermittlerinnen, mit Vermittlern in den Jobcentern, die tagtäglich dabei sind, Menschen zu betreuen, die arbeitslos sind, die man wieder in Arbeit bringen möchte. Unser Staat, unser Sozialstaat und gelegentlich auch unser Rechtsstaat versagt leider auf ganzer Linie inzwischen. Wir werden dieser Lage nicht mehr Herr. Und wir müssen wirklich der Wahrheit in die Augen blicken. Und wir müssen imstande sein, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir langsam am Ende unserer Zeit sind. Sie können noch einen Satz dazu sagen, aber ganz kurz gefasst. Ja, wir müssen es schaffen, Sozial- und Klimapolitik nicht gegeneinander auszuspielen. Wir müssen jetzt in die Zukunft unserer Gesellschaft investieren. Das heißt, die Schuldenbremse muss fallen. Nur so kann es gelingen, dass wir ein starker Industriestandort bleiben, gute Arbeitsplätze mit guter Bezahlung behalten. Darf ich auch noch was sagen? Einen Satz, aber wirkt der letzte dann. Maß und Mitte ist das Rezept für eine erfolgreiche Politik, die sich lange hält. Sagt Jana Schimke von der CDU und Philipp Thürmer von den Jusos. Vielen Dank, dass Sie heute Abend bei uns waren. Dankeschön.